bekomme Informationen über Werner Saalfelds krumme Geschäfte und Sie bekommen Ihre erste eigene CD. In echt jetzt? Ich halte mein Wort. Allerdings sollten wir diesen Vertrag noch mal neu aufsetzen. Da sind Ihnen doch einige orthografische Ungenauigkeiten hineingerutscht. Hä? Was denn für Orte? Rechtschreibfehler. Ah, wer sagt's denn? Immer wieder faszinierend, wo das ganze Band herkommt. Wie bei einer Rolltreppe. Hört nie auf. Werder, das war doch nur ein Witz. Für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Dann müssen wir dafür zahlen. Dina, ich habe wirklich sehr viele Männer kennengelernt als Tänzerin. Die wollten mir alles bezahlen. Den Himmel auf Erden, das Paradies. Alles Zeug, was sowieso nicht in die Wohnung passt. Ah, da ist der Dr. Niederbühl. Wow, ganz schön laut hier. Das habe ich der Tina gerade auch schon erklärt. Das ist wegen der Musik. Ja, gehen wir doch woanders hin, ha? Am besten, du reist bis auf die andere Seite der Welt. Ja, aber... Ja, ich meine es nur gut mit dir. Das wäre dort mitten im Pazifik, da würde ich ertrinken. Oh nein. Aber du hast recht. Ich sollte untertauchen. Aber psst, zu niemandem mein Wort. Dann sehen wir uns jetzt vielleicht zum letzten Mal? Möglich. Vorerst. Nimm aber einen Schnorchel mit. Aber außer mir mag überhaupt niemand, wie ich singe. Ach Quatsch, ich dachte am Anfang auch, dass niemand meine Bilder mag. Ja, und dann? Ja, dann gab's schon Menschen, die gut fanden. Klar, nicht so wie gestern Abend. Ah, auf der Corsage? Vernissage. Oh, Schwesterherz. Ich kenne niemanden, der so schön singen kann wie du. Ja, das finden die Leute im Musikgeschäft leider gerade gar nicht. Oh, da bist du aber im falschen Musikgeschäft gewesen. Also bei uns zu Hause zum Beispiel, bei Musik Hanse, da hängen immer noch deine Konzertplakate. Warum hast du mir die Ohrringe geschenkt? Naja, ich wollte ja eine Freude machen. Falsch. Die waren viel zu teuer. Eine Freude macht man mit kleinen Geschenken, wie Blumen oder Pralinen. Aber du wolltest mich kaufen, wie eine Matratze. Das ist sowas von fies. Aber Poppy! Genau wie die Madame Pompeduse. Oder wir spielen Mäxchen. Ja, da brauchen wir nur zwei Würfel, einen Becher und Glück. Und Glück habe ich schon, weil sonst würde ich hier nicht mit Ihnen sitzen. Gut, dann hole ich jetzt den Würfelbecher und zwei Glas Wein. Danke. Aber eins reicht mir. Das sieht auch sehr gut aus. Na, es ist kein Süßholz geraspelt. Ich wusste gar nicht, dass hier auch Süßholz wächst. Und zum Raspeln haben wir keine Zeit. Ach, und Frau Schweizer, nehmen Sie sich Acht vor Herrn Saalfeld. Der ist mit allen Wassern gewaschen. Womit soll er sich sonst waschen? Mich nur, weil so oft ruft meine große Schwester mich ja nicht an. Ja, mir geht's bestens. Das waren ja auch nur zwei Gläser. Mhm. Und das Beste ist, ich weiß jetzt warum, ich habe eine Histogrammtoleranz. Ja, Intoleranz kann auch sein. Ich arbeite, Papi. Ah ja. Ich habe gehört, im Hotel hat's gebrannt. Ach, zum Glück ist es gut ausgegangen. Oh, Schwein gehabt. Das hätte so ein wirklichen Drama gegeben. Mögen Sie Dramen? Oper? Feuersnot von Richard Strauss? Ach, hat der den Brand gelegt? Ich rede nicht vom Hotel, sondern von Musik. Oder ist Ihnen Don Giovanni lieber? Ich liebe italienisches Essen. So eine Pizza ist immer was Feines. Wissen Sie, ich kenne da ein ganz gutes Rezept gegen Liebeskummer. Ich will aber keine Tabletten. Nein, nein. Entschuldige. War gerade woanders. Du hast doch die ganze Zeit hier gesessen. Drehtür war doch keine so gute Idee. Ich glaube, ich setze mich hier am besten aufs Sofa. Nein. Das halte ich für keine gute Idee. Aber stehen kann er doch kaum. Aus dem Sofa bekommen wir nie wieder hoch. Wir sollten vielleicht doch einen Arzt rufen. Noch einen? Oh, Entschuldigung, in dieser ganzen Aufregung. Kommen Sie, ich bringe Sie in Ihre Wohnung. Ich schreibe Ihnen schnell etwas auf. Super. Er wollte auch eigentlich selber kommen, aber... Ja, er dachte, wenn er Sie schickt, dann... werde ich weich. Hm? Ja, er hat auch ein schlechtes Gewissen, ja. Weil er sich ja eigentlich ausruhen soll, aber als Bürgermeister... Ja.
Ich kenne meine Pappenheimer. Bichelheimer, meinst du wohl? Das ist in diesem Fall identisch. Danke. Aber hier, das mit dem Wein, da habe ich mir wirklich mega Mühe gegeben. Was es da alles gibt, ja, halbtrocken, trocken, was für ein Quatsch eigentlich, was Flüssiges trocken zu nennen. Ganz so. Oh. Sag mal, da bleibt ja ein Löffel drin stehen. Nein, bleibt er nicht. Habe ich schon probiert. Und mit der Gabel funktioniert's auch nicht. Mhm. Geben Sie eine Party? Nein, wieso? Sie haben für ein Dutzend Leute eingekauft. Ich habe mich im Laden von meiner Induktion leiten lassen. Sie meinen Intuition? Ja, sage ich doch, Induktion. Oh, bist so süß. Ich habe damit gerechnet, du bläst Trübsal. Nein, ich kann doch nur Blockflöte und auch das nicht besonders gut. Ich bin auch schon gescheitert. Das heißt aber nicht, dass ich nichts kann. Aber bei mir geht alles schief, bevor ich überhaupt erst damit angefangen habe. Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Götter schwitzen?